Es geht kurz zusammengefasst um die Frage, ist die Bibel nur auf dem Gebiet des christlichen Glaubens und Lebens absolut zuverlässig? Man spricht hier von Unfehlbarkeit, Englisch Infallibility. Oder ist sie auch in historischen, geografischen und naturwissenschaftlichen Fragen absolut Gottes zutreffendes Wort? Zum Beispiel, was die Sechstageschöpfung angeht, die Sintflut, die einheitliche Verfasserschaft der fünf Mosebücher, der Propheten Jesaja, Sacharja und so weiter. Nun, früher war unter Evangelikalen noch unstrittig, dass sie in Glaubens- und Lebensfragen zuverlässig ist. Das kommt heute auch immer mehr ins Schwimmen mit dieser ganzen Homo-Frage etc. Aber was schon lange umstritten war, die Schöpfungsfrage, die Endzeitfrage, auch die Frauenfrage ist immer mehr ins Schwimmen geraten und so weiter. Also man hat immer mehr Einbrüche hier erlebt in den letzten Jahrzehnten, nennt sich aber trotzdem immer noch bibeltreu, obwohl man gar nicht mehr bibeltreu ist, zumindest nicht auf allen Gebieten. Ich möchte als Beispiel das Glaubensbekenntnis der Evangelischen Allianz betrachten. Das wurde ja erst vor 2 Jahren neu formuliert. Sehr interessant. Ne? Und die sieht sich ja immer noch so ein bisschen als Dachverband für alle Evangelikalen, Evangelische Allianz. Und zwar von Deutschland. Ich komme jetzt ja nun mal aus Deutschland, aber ich denke, in der Schweiz ist es auch nicht viel anders. Das war früher schon ein bisschen schwammig, das Glaubensbekenntnis. Man sagt mal so ein Minimalbekenntnis von den minimalsten Grundlagen. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde bei der Gründung ein viel ausführlicheres Bekenntnis verfasst, wo wir uns auch von Irrlehren abgrenzen. Wir bekennen, wir verwerfen, ja, das ist ein eigentliches Bekenntnis. Aber hier hat man sich einfach bekannt, das war ja auch nicht falsch, im früheren Bekenntnis zur Allmacht und Gnade Gottes, zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Aber nur des Glaubens, nicht der naturwissenschaftlichen Fragen. Das war früher schon weggelassen worden. Ja. Dann zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen hat man sich bekannt, die in Gottes Zorn und Verdammnis aussetzen. Das stand früher noch drin, die Verdammnis, da war noch die Hölle drin. Ich werde gleich sehen, das fehlt jetzt alles im neuen Bekenntnis. Und so weiter. Und Priestertum aller Gläubigen und so weiter. Und jetzt lese ich aber mal dieses neue Bekenntnis vor und gehe da kurz drauf ein. Das klingt sehr modern, man hat nicht mehr so viele Substantive, mehr Verben, so Sätze formuliert, so wie es halt der Jugend, in Anführungsstrichen Jugend, gefällt. Ist immer so ein Bild der Jugend, das man vor Augen hat, die so modern sei und so, ist aber gar nicht unbedingt so notwendig. Modern ist übrigens das gleiche wie modern, ja? Nur wenn man es anders betont. Das könnt ihr denen sagen, die immer so modern sein wollen, ihr modert irgendwann, weil ihr dann vom Wort Gottes weggelaufen seid. Aber diese Formulierung von 2018, Evangelische Allianz Deutschland, heißt jetzt so, die gemeinsame Basis des Glaubens. Wir glauben an den dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat die Welt erschaffen, er liebt sie und erhält sie, darin zeigt er seine Souveränität und Gnade. Man muss ja auch immer gucken, was fehlt hier. Es fehlt zum Beispiel der allmächtige Gott, der früher drin stand. Die Allmacht Gottes hat man herausgenommen, der dreine Gott ist immerhin noch erhalten geblieben. Er hat die Welt erschaffen. Es steht aber nicht drin, wie und wann und wie lange. Er hat sie einfach erschaffen, zack, aus. Das kann auch ein theistischer Evolutionist behaupten. Nicht? Millionen Jahre, ist alles hier möglich bei der Allianz. Versteht ihr? Ich sehe das anders. Ich nehme das Wort Gottes, so wie es geschrieben steht. In 6 Tagen erschuf Gott Himmel und Erde. So steht es auch in den 10 Geboten übrigens. Da steht es ausdrücklich nochmal drin. Und dann das Zweite. Der Mensch, heißt es hier, besitzt als Ebenbild Gottes eine unverwechselbare Würde. Er ist als Mann und Frau geschaffen. Darüber freue ich mich, dass man das hier nochmal reinschreibt, angesichts der ganzen Gender-Ideologie, als Mann und Frau erschaffen. Okay. Und dann heißt er ist durch Sünde und Schuld von Gott getrennt. Was wurde geändert? Früher hieß es noch völlige Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die ihn Gottes Zorn und Verdammnis aussetzen. Das fehlt jetzt alles. Keine völlige Verderbnis mehr und der Zorn und die Verdammnis sind auch weggelassen. Also es wird immer wachsweicher, immer mehr ökumenefähig. Merkt ihr was? Dann heißt weiter, Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, ist stellvertretend für alle Menschen gestorben. Sein Opfertod allein, schön, dass hier das allein noch steht, ist die Grundlage für die Vergebung von Schuld, für die Befreiung von der Macht der Sünde und für den Freispruch in Gottes Gericht. Jesus Christus, durch Gott von den Toten auferweckt, ist der einzige Weg zu Gott. Schön, dass es da noch steht, okay? Weiter, der Mensch wird allein durch den Glauben an ihn, durch Gottes Gnade gerecht gesprochen. Also dieses reformatorische Allein hat man immerhin noch erhalten. Aber jetzt bei den nächsten Punkten fehlt wieder einiges.
Es heißt jetzt, durch den Heiligen Geist erkennen Menschen Gott. Ja, was heißt es, erkennen Menschen Gott? Gut, Erleuchtung, wenn Sie irgendwie das Wort lesen vielleicht. Die Bekehrung fehlt hier. Weiter heißt es, der Heilige Geist schafft durch die Wiedergeburt neues Leben und befähigt die Gläubigen, nach Gottes Willen zu leben. Er schenkt ihnen Gaben zum Dienen. Hier fehlt jetzt die Heiligung. Die Wiedergeburt hat man immerhin noch drin. Aber früher hieß es, wir bekennen uns zum Werk des Heiligen Geistes, welcher Bekehrung und Wiedergeburt des Menschen bewirkt, im Gläubigen wohnt und ihn zur Heiligung befähigt. Also Bekehrung und Heiligung hat man weggelassen. Dann weiter heißt es, Jesus Christus baut seine weltweite Gemeinde. Er beruft und befähigt die Gläubigen, das Evangelium zu verkündigen und liebevoll und gerecht zu handeln. Hört sich alles gut an, so wie die Agenda 2030 sich auch zunächst gut anhört. Aber was fehlt hier alles? Das heißt einfach, Jesus baut seine weltweite Gemeinde. Früher hieß es, wir bekennen uns zum Priestertum aller Gläubigen, die die weltweite Gemeinde bilden, den Leib, dessen Haupt Christus ist. Und die durch seinen Befehl zur Verkündigung des Evangeliums in aller Welt verpflichtet ist. Das war viel verbindlicher. Viel verbindlicher. Jetzt einfach, er baut seine Gemeinde. Ja, wunderbar. Auch die katholische Kirche wird irgendwo gebaut. Er baut überall irgendwo so seine Gemeinde. Beruft Gläubige, das Evangelium zu verkündigen. Aber früher war es eine Verpflichtung. Der Geist Gottes drängt uns, es zu verkündigen. Er beruft sie einfach und befähigt sie. Aber es ist keine Verpflichtung mehr. Und dann steht jetzt neu, liebevoll und gerecht zu handeln. Da haben wir das soziale Evangelium drin, Social Gospel. Dann heißt es noch weiter über die Wiederkunft Jesu. Jesus Christus wird für alle sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, die Lebenden und die Toten richten und, das ist ganz neu, das Reich Gottes vollenden. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Also sichtbare Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, richtig. Und die Lebenden und die Toten richten, ist auch richtig. Und dann heißt es aber, er wird das Reich Gottes nicht aufrichten, sondern vollenden. Was heißt es? Dass wir das Reich Gottes jetzt schon bauen. Man spricht von Postmillenniarismus. Jetzt schon bauen wir durch unsere Aktionen, durch Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung und auch durch Evangelisation bauen wir das Reich Gottes. Das ist die postmillenniaristische Theologie, dass praktisch Christus das tausendjährige Reich von uns dann übernimmt, wenn wir es aufgebaut haben. Ja. Er wird es dann nur noch vollenden, aber nicht aufrichten. Da steht überhaupt nichts von Antichrist und Endzeit und Glaubensabfall, merkt ihr? Existiert gar nicht für die Allianz. Die würden niemals eine Endzeitkonferenz veranstalten mit diesem neuen Bekenntnis. Einfach vollenden. Das, was die liberalen Kirchen auch sagen. Jetzt leben wir schon in diesem Gerechtigkeits-, Frieden, Bewahrung der Schöpfung-Prozess oder Agenda 2030 oder wie das alles heißt. Wir schaffen selber die erneuerte Erde schon, aber gut, immerhin heißt er noch, er wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, aber wenn das Reich vollendet ist, dann direkt. Von Endzeit steht hier, soweit ich es lese, nichts mehr. Ja, und jetzt die Bibel, sehr interessant, im alten Allianzbekenntnis stand die Bibel an zweiter Stelle. Wir bekennen uns zur Allmacht Gottes und dann als zweites hieß es, wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Naturwissenschaft hat damals schon gefehlt, aber immerhin höchste Autorität, völlige Zuverlässigkeit, göttliche Inspiration. Was heißt jetzt? Wie heißt jetzt? Es steht als letzter Punkt, ganz unten als letzter Punkt steht jetzt die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, wie klug, okay, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Da steht nicht die Offenbarung oder die einzig zuverlässige, vollkommene. Steht einfach ist, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, Offenbarung. Ja, ist jetzt der Koran auch Offenbarung des einzigen Gottes? Was ist alles noch Offenbarung, wenn sie einfach nur eine Offenbarung ist? Sind wir gleich schreiben können, eine Offenbarung. Wenn das die fehlt, oder die einzige, völlige, dann ist alles offen. Und dann heißt es noch, sie ist von Gottes Geist eingegeben. Inspiration wird noch so erwähnt. Zuverlässig, früher hieß es nicht nur zuverlässig, sondern völlige Zuverlässigkeit. Das heißt nur noch zuverlässig. Merkt ihr, wie das immer mehr reduziert wurde? Es ist erschreckend. Und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und Lebensführung. Das hat man gelassen. Naturwissenschaft, und das hat man alles wieder weggelassen. Das hat sich nichts verbessert. Das hat sich verschlechtert. Ja, das war jetzt ein Beispiel über Bibelkritik und Umgang und Relativierung des Wortes Gottes, etwa bei der Evangelischen Allianz. Und das ist ja ganz wichtig. Und so ist es auch bei vielen Seminaren.
Bevor ich jetzt noch am Schluss noch 7 Reformpunkte nenne, das wird sehr lange heute, da möchte ich ein Zitat bringen von Friedrich Heidmüller, der war früher Vizepräses des Nadauer Verbandes und der hat schon in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vor der gemäßigten Bibelkritik gewarnt. Er hat gesagt, so liegen heute die Dinge. Neben dem Haufen der radikalen Bibelkritiker der Bultmann-Schule, die die Bibel wie ein Gebäude auf Abbruch behandeln, steht die lange und breite Front der sogenannten gemäßigten bibelkritischen Theologen und Pfarrer, die für die Gemeinde Jesu deshalb eine große Gefahr sind, weil sie durchweg die zentralen Wahrheiten der biblischen Botschaft, wie sie zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst sind, bejahen und verkündigen. Aber es hilft alles nichts, auch sie untergraben und zerstören mit ihrer Bibelkritik das Vertrauen zu der vom Heiligen Geist inspirierten Offenbarung Gottes, wie sie uns im Bibelwort überliefert ist.